Shanti wird üblicherweise mit Geduld übersetzt, ist also auch wieder eine dieser sechs Paramitas, der sechs Vollkommenheiten. Nur zur Erinnerung nochmal, ich habe mir eben sagen lassen, das hast du auch schon erklärt, eigentlich sind diese sechs Paramitas Eigenschaften eines Bodhisattvas. Also ein Bodhisattva würde gar nicht mehr dran denken, weil der hat das einfach. Aus dem fließen diese ganzen Qualitäten nur so raus und es braucht keine Bodhisattva-Studiengruppe dazu geben. Die sind so. Während wir als vielleicht einige von uns, die so angehende Bodhisattvas sind, die sich nämlich wünschen, das zu machen, noch sehr viel üben müssen, um wirklich an diese Vollkommenheiten auch nur ansatzweise ranzukommen. Nun lohnt sich sowas ja auch immer, das Üben. Und ich habe mich sehr gefreut, ausgerechnet Shanti, also das wollte ich auch gerne als Thema zu kriegen, weil das ist nicht die Vollkommenheit, die mir so direkt natürlich leicht fällt. Insofern dachte ich, da habe ich schon ein bisschen Übungserfahrung. Also jetzt einmal im wirklich buddhistisch-spirituellen Rahmen, aber auch schon vorher auf einer ganz weltlichen Ebene. Geduld ist, muss ich was für tun? Also muss ich dran denken, dass die jetzt angebracht wäre. Und das ist, inzwischen geht es besser. Also da habe ich auch gemerkt, Üben hilft. Als zweites habe ich mich sehr gefreut, dass das so zusammengepackt ist mit den Vorträgen, dass Kshanti und Virya, also Geduld und Tatkraft zum Guten, in einem Abend zusammengefasst werden, wo Dhammadipa gleich drüber sprechen wird, weil ich denke, die gehören zusammen. Also sonst kann bei Kshanti, bei Geduld so der Eindruck entstehen, dass so Dinge, an die man denkt, wenn man von Geduld spricht, so ein bisschen ins Zurücklegen und wenn man Pech hat, sogar ins Lethargische, ja, muss man geduldig sein, dass das so einen Beigeschmack bekommt. Wenn man es mit Virya zusammensieht, weil es sind eben beides Eigenschaften des Bodhisattva, der hat die beide und die braucht man auch beide, dann kann das eigentlich nicht entstehen. Weil ich denke, diese Art Kshanti, um die es hier geht, also diese Art Geduld, die mit Kshanti gemeint ist, hat sehr viel Aktives in sich. Das ist nicht was, wo man einfach geschehen und laufen lässt, sondern da muss man dran arbeiten. Geduld ist je nach Temperament was man viele Jahre üben muss und dann auf immer subtilere Art und Weise ertappt man sich vielleicht dann auch öfter bei Ungeduld. Und also ich denke, für mich ist das ein lebenslanges Arbeitsthema, diese Geduld. Und ich lieb's aber auch so, weil Geduld braucht man ja nun wirklich dauernd im Alltag. Und so offensichtlich braucht man es dauernd im Alltag. Also im Prinzip braucht man natürlich Weisheit und diese anderen Dinge auch im Alltag. Aber bei Geduld ist es so ganz offensichtlich, dass man sie im Alltag braucht. Und was kann, also ich meine, an Bedingungen kann einem ja gar nichts Besseres passieren, als dass man dauernd in Situationen geworfen wird, in denen man diese Qualität üben muss. Und ich finde, das ist bei Shanti der Fall. Also für mich ist das ganz offensichtlich so. Dann habe ich nun inzwischen seit einiger Zeit einen Beruf, in dem Geduld schon auch eine sehr große Rolle spielt in der Altenpflege. Und also gerade gestern war einfach so eine Situation, die ich mal beschreiben möchte, wo das so ganz offensichtlich wurde. Da gab es also eine Frau, die seit längerem bei uns da auch lebt und die noch recht autonom war. So hat schon genug Leiden, dass er im Altenheim lebt, aber bröselte so recht alleine vor sich hin. Und plötzlich ging es ihr einfach viel schlechter. Und sie hatte plötzlich Wasser in den Beinen und es tat weh. Und es war offen und es war auch richtig schlimm. Und für mich entstand die Situation, dass ich mit meiner begrenzten Zeit zu dieser Frau, wo ich sonst halt wirklich nur Tag sage und Insulinspritze gebe, nun plötzlich ganz viel zu tun hatte. Und irgendwie wusste die Zeit, die kommt ja nirgendwo her, ist dann ja weg. Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt war, diese Frau in ihrer Not
wurde ganz sperrig und fand alles ganz schrecklich und fragte alles fünfmal und wollte nicht zuhören. Also es ist ein normaler Pflegealltag auch, der da hochkam. Und ich merkte, die Situation wurde immer enger und ich guckte schon auf die Uhr, weil ich nicht mehr wusste, wie ich in der gegebenen Zeit dann die anderen, die da ja auch noch alle sind, versorgen musste. Und also dann war ganz klar, da kam halt von beiden Seiten Ungeduld auf. Und ich denke, das, was ich dann natürlich machen muss als Pflegerin, ist mich an meine Professionalität erinnern. Und mich daran erinnern, ja, jetzt hier ist Geduld angesagt. Hier darf ich jetzt nicht anfangen rumzukeifen, weil es hilft keinem von uns. Und das zu üben. Und das ist, finde ich, wieder so eine Alltagssituation, wofür man ja eigentlich nur dankbar sein kann. Weil im gesamten Leben und auch im spirituellen Leben ist eben fast was Professionelles manchmal vielleicht gar nicht so schlecht. Dass man sich wirklich sagt, ja, das ist jetzt sozusagen eine Sache der professionellen Ehre, dass ich das übe und dass ich jetzt nicht einfach laufen lasse, hochgehe meinerseits oder in Schwierigkeiten komme. Also das fand ich interessanten Aspekt dabei, weil ob nun in der Pflege oder auf Meditationskissen, wo nicht passiert, was ich möchte, das passiert, es würde nichts an der Situation verbessern, wenn ich jetzt meiner Ungeduld freien Lauf lasse. Also aus Ungeduld wird Aversion, wird Hass gegen die Situation oder gegen Menschen. Nur schlimme Geisteszustände, nur scheußliche Auswirkungen im Miteinander. Und also wenn es mir nicht leicht fällt, jetzt aus so einer großmütigen Grundhaltung, die so ein Bodhisattva natürlich hat, Shanti zu üben, kann ich mir einfach sagen, es ist einfach ein höchst unprofessioneller Umgang und auch ein höchst unpassender Umgang, der nicht von Metta bestimmt ist, mit anderen Menschen. Also Kshanti mal wirklich so als was zu sehen, was man eigentlich wirklich, es gehört sich so für mich, im Sinne auch von einer ethischen Haltung, mir zumindest da Mühe zu geben, dabei zu bleiben. Weil sonst kommt halt in eine Beziehung zwischen Menschen, wenn da Ungeduld entsteht miteinander, auch immer sowas von Gewalt ganz schnell rein. Ganz klein kann die sein, aber da ist nichts mehr mit Großzügigkeit und den anderen sein lassen. Und wenn das dann auf beiden Seiten losgeht, dann gibt es ganz scheußliche Situationen. Also Geduld, denke ich, ist ein ganz wundervolles Parameter, wenn man es eben nicht nur in der Altenpflege, sondern im Alltag insgesamt dauernd übt. Also hier sind bestimmt Eltern von kleinen oder auch größeren Kindern, da ist mit Sicherheit dauernd Geduld ein Thema. Dann in fast allen Berufen gibt es Situationen, jedes Telefongespräch beruflicher Art ist so oft, wo Ungeduld hochkommen kann. Übungsfeld. Also bei allen Tücken des täglichen Lebens ist man ja nicht immer weise. Nicht, wer hat nicht schon mal diese SCH-Worte gebraucht, wenn einem der Bus vor der Nase wegfährt? Oder wenn der Zug nicht pünktlich kommt, den man doch haben wollte. Da sitzt man ja nicht immer in heiterer Gelassenheit dann auf dem Bahnsteig, sondern in der Regel geht's dann los. Und wenn dann noch, und die Bundesbahn, also immer schon habe ich, wusch, kommt dann wieder so eine Aversion gegen irgendwas, irgendwen, kann ganz, ganz toll und schnell einen richtig üblen Zustand, wo man noch Tage drüber wettert, annehmen. Wirklich scheußlichen Geisteszustand und die Bahn fährt nie und. Also eine schlichte Alltagsgeschichte. Computer auch sehr wunderbar geeignet, um Schatten zu üben. Also auch nicht nur andere Menschen, also auch Gegenstände. Alle Küchengeräte, finde ich persönlich, helfen einem da immer wieder. Ich denke immer, also das ist so eine Neigung von mir, man muss praktisch denken. Und einfach gucken, wo bieten sich mir in meinem Leben Gelegenheiten, so weit wie ich das kann, damit umgehen zu lernen. Dass ich dann wirklich ein bisschen mehr in gelasseneren Zustand komme und Geduld übe. Ein Bodhisattva kann das natürlich, aber wir können es halt üben. Traditionell
ist Geduld, also Chanti, auch ein Gegenmittel gegen Hass. Weil Hass äußert sich oft in Zorn, kommt hoch und das ist schnell und neigt zum Explodieren. Und Chanti ist schon etwas, was ein bisschen Langsamkeit in eine Situation bringen kann. Und das hilft ja oft schon. Das hilft ja oft schon, um nicht in so ein ganz schnelles Ping-Pong von wütend sein, ist meistens die andere Person fühlt sich sofort verletzt, ist zurückwütend, geht es hin und her in so eine Situation, sondern sobald ich es schaffe, durchzuatmen, ein bisschen Platz zu machen, dann ist Chanti wieder etwas, was einfach öffnen kann und weiterbringen kann. Und vielleicht Hass gar nicht erst entstehen lässt, weil meistens ist es ja auch dumm, Hass entstehen zu lassen. Es hilft nicht. Und wenn ich da diese Lücke finde, durch Geduld, ja, das bringt einen ein bisschen runter und dann kann man ein bisschen innerlich sortieren. Und meistens sieht man dann ein, was in einem selber da an spontanem, auch unheilsamen losmarschiert ist. Ich habe auch gedacht, wir üben alle hier mehr oder weniger lange die Metta Bhavana. Ohne Geduld, also ohne diesen Shanti-Aspekt, ist eigentlich Metta nicht wirklich Metta. Also ich denke, es ist ein Anteil von Metta auch, Shanti. Das heißt ja auch, einen anderen wirklich sehen. Also das heißt immer mal von mir absehen und gucken, was da überhaupt wirklich da ist. Dazu brauche ich Chanti, dazu brauche ich Geduld. Also fällt mir auch nicht immer leicht. Ich bin auch eine, die eher gerne schnell einsortiert. Aber meistens habe ich über andere Menschen oder Situationen viel mehr gelernt, wenn ich mir diese Lücke nehme, diesen Punkt nehme. Geduld hilft natürlich auch gegen ein Handeln aus Gier. Die schon mal mit dem Lebensrad zu tun hatten, da gibt's immer diesen Punkt, wo man Begehren spürt und dann kommt das Greifen als nächstes. Das geht so blitzartig. So ein ganz einfaches Beispiel, was zu essen und Schokolade und Greifen. Wusch, ist es schon passiert. Mit Geduld entsteht die Lücke und man kann sich fragen, will ich das jetzt eigentlich wirklich, oder? Diesen Reflex, also ist auch ein Mittel gegen reflexartiges Handeln, schafft einfach Raum für mehr Denken. Ein paar Aspekte von Chanti würde ich gerne nochmal ansprechen. Ein Ordensmitglied aus England, Ratna Gosha, hat mal eine Broschüre über Chanti veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch im Druck ist. Da fand ich ein paar ganz interessante Sachen drin. Der hat so verschiedene Aspekte von Chanti nochmal dargestellt. Und der hat betont, also Geduld eben auch im Sinne von Ausdauer. Das bringt das ja auch wieder in die Nähe von Virya. Finde ich ganz wichtig fürs spirituelle Leben. Meditation braucht unendlich viel Ausdauer, sich wirklich jeden Tag hinzusetzen. Eben auch dann, wenn es mal gerade nicht gut läuft. Und insofern hat es auch wieder so einen Trainingsaspekt, also Geduld mal unter so einem Trainingsaspekt zu sehen, wirklich. Man braucht Ausdauer, um in irgendeine Sportart gut zu werden, oder die, die Musikinstrument spielen, wissen, es braucht ziemlich viel Ausdauer, um über diese schräbigen Anfangszeiten wegzukommen und so halbwegs mit sich selber und zufrieden zu sein. Das ist auch ein wichtiger Aspekt von Geduld. Ein anderer ist vergeben und auch ertragen. Irgendwas, was wir nicht so gerne hören in der Regel. Ist aber ganz wichtig. Wenn ich Geduld mit anderen Menschen habe, dann kann ich schon davon ausgehen, es ist ja nicht immer so, dass ich das nur falsch sehe. Also es gibt Menschen, die stellen meine Geduld auf eine harte Probe. Das ist so. Das muss man auch nicht unter den Teppich kehren und schönreden. Trotzdem macht es Sinn, dass ich Geduld übe und dass ich vielleicht auch bestimmte Dinge ertrage, um wieder Weite und Raum zu schaffen, um überhaupt miteinander in Ehrlichkeit in irgendeine Form von Gespräch kommen zu können. Toleranz nennt Ratna Gosha auch als einen Aspekt von Geduld. Und den fand ich auch persönlich ganz spannend. Also das ist jetzt gar nicht die Zeit, um diese Aspekte alle in der Tiefe
zu durchdenken, nämlich der Gestalt, dass wir ja nun alle mit unseren teils begründeten, teils unbegründeten Meinungen rumlaufen, dass es auch ganz gut ist, Meinungen zu haben, wenn man nicht allzu fest dran klammert, weil dann kann man erstmal in eine Debatte kommen und sie gemeinsam prüfen und gucken, ja, was ist jetzt bloß Meinung, einfach so unbenommen übersehen, oder wo kommt Wissen rein, wo kommt Erfahrung rein, das zu klären. Und Toleranz ist eigentlich der Aspekt, dass es ja nicht drum gehen kann, bis zum Schluss alle irgendwo einer Meinung sind, sondern dass da eine Offenheit in der Situation da ist, ein wirkliches Hinhören, dazu braucht es manchmal Geduld, wenn das was ist, was mir erstmal sehr gegen den Strich geht, aber diese Geduld ist nötig, um das nicht nur an mir vorbeirauschen zu lassen, sondern auch hinzuhören, also mich wirklich einzulassen auf andere Menschen. Und wenn es gut läuft, dann haben vielleicht zum Schluss alle noch andere Meinungen, vielleicht auf neue Art andere Meinungen, weil man wechselseitig schon was voneinander aufgenommen hat. Und Toleranz, denke ich, besteht auch darin, sich in seiner Unterschiedlichkeit bestehen zu lassen, ohne nur aber alles zu schlucken, sondern in dieser Unterschiedlichkeit im Gespräch zu bleiben, also weiter miteinander, ja auch, das ist immer so ein großes Wort, aber auch zu ringen um einen ethisch richtigen Weg. Also fand ich so ganz wichtig, so in den letzten Monaten, als es so um den Golfkrieg ging. Da wirklich auf eine tolerante Art, was mir auch nicht immer leicht fällt, offen zu sein, und ich finde es immer spannend, da gehört auch Geduld zu gucken, was unterstelle ich eigentlich den anderen für Motive. Also da gehört auch die Geduld zu, mich selber dazu überprüfen, was geht da eigentlich zack, 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 zack. Schon habe ich denen Motive unterstellt, die haben die vielleicht überhaupt nicht. Also da wirklich so in auch eine Gespräche von einer gewissen Tiefe und Bereitschaft zu großer Ehrlichkeit zu kommen. Dann wird als weiterer Aspekt traditionell noch Rezeptivität, sprich Empfänglichkeit, dem Dharma gegenüber genannt. Also ich denke, das hat auch wieder was mit Toleranz und den anderen, dass man einfach zunächst mal offen ist, es anzuhören. Weil wir sind eigentlich in der Regel so gestrickt als Menschen, dass wir meistens schon so in unserem Alter mit dem Weltbild rumlaufen, und das, was so an Neuem auf uns zukommt, das sortieren wir gar nicht sehr bewusst in der Regel aus. Passt das dazu, passt das nicht dazu, und zack, 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 ist es schon wieder erledigt. Und was nicht dazu passt, mögen wir auch nicht gern hören. Und ich glaube, es haben auch Forschungen ergeben, dass man das gleich wieder vergisst. Und Shanti bietet die Möglichkeit, die ich höre, ich könnte ja auch sagen, die ich geschenkt kriege als Information, die überhaupt zur Kenntnis zu nehmen und die zunächst mal so meinem Wissensvorrat dazu zu nehmen, und dann kann ich wieder in aller Ruhe prüfen und mir auch zutrauen, was der Buddha ja auch immer empfiehlt, hör's und sieh selbst und guck's und probier's aus, und dann brauche ich Shanti, um nicht gleich von vornherein die Hälfte schon wieder hinter mir zu lassen. Der Ratner Burscher nennt irgendwie Shanti ein robustes Wetter, das vergeben kann, das Provokationen und Verletzungen mit echtem Lächeln in einer Haltung von Sanftmut und Liebe erträgt. Jo, das ist natürlich schon wieder näher an dem Bodhisattva, der das als natürliche Qualität hat. Aber das kann ja auch nicht schaden, sich das ab und zu mal wirklich als ein großes Vorbild hinzustellen und dann mit sich selber, mit Shanti und Metta umzugehen und rezeptiv dem Dharma gegenüber zu sein, der einem sagt, du kannst da hinkommen. Und das auch ein bisschen zu glauben, dass das geht. Nicht gleich zu sagen, schaffe ich eh nie. Sondern wirklich diese Geduld zu haben, diese Offenheit, was vielleicht noch weit weg von mir ist, für möglich zu halten, auch für mich. Und im Prinzip
schaffen wir mit Shanti überhaupt erstmal so Gelegenheiten, Situationen, die schwierig werden, zu verändern. Da braucht es immer Shanti zu. Man muss immer genügend Leute haben, die in einer verfahrenen Situation so diesen Raum, den Geduld schaffen kann, erstmal zu schaffen, um neu anzusetzen und vielleicht aus einer engen, festgefahrenen Situation rauszukommen. Ja, nun sagte ich eben schon, ich habe es mit dem Praktischen gedacht, vielleicht einfach so ein paar Anregungen zum selber weiter nachdenken, wie man zum Beispiel jetzt hier auf dem Retreat diese Aspekte von Shanti üben kann. Also erstmal zur Kenntnis zu nehmen, dass man oft Ungeduld hat. Das ist, denke ich, immer ganz wichtig, erstmal so eine Art innere Wahrhaftigkeit zu entwickeln und Bereitschaft, einfach zu gucken, was ist jetzt da? Nicht, was hätte ich gerne, dass jetzt da wäre, oder was hätten die da gerne, dass jetzt hier sein sollte, sondern wirklich zu gucken, ja, was ist denn jetzt hier? Und ich glaube, das ist die Voraussetzung für spirituelles Leben überhaupt. Und von da ausgehend, denke ich, also Ausdauer können, das ist ein Ausdaueraspekt von Shanti, können wir sicher bei jeder Meditation üben, speziell so, wenn es gerade besonders warm ist und wir müde sind und dieses haben und dann eben nicht sagen, nee, morgen komme ich um die Zeit gar nicht mehr runter, sondern einfach weiter üben mit Ausdauer. Und auch wenn ich, also man sagt oft, das ist gar keine Meditation gewesen, was das heute war, als ich da auf den Kissen saß. Das war nicht wirklich Meditation. Einfach zu sagen, nee, was soll das denn? Ich habe auf dem Kissen gesessen. Ich habe mich da wirklich hingesetzt. Ich habe Ausdauer geübt. Und das, was da war, war irgendeine Form von Meditation. Hauptsache, ich arbeite mit mir. Und wenn ich nachher von dem Kissen runtergehe und sage, ich habe nicht mal mit mir gearbeitet, dann ist das aber zumindest was, was meine nächste Sitzung auf dem Kissen irgendwie neu informiert über meine Zustände. Insofern denke ich, wenn man Meditation als einen Prozess über lange Jahre, ein Training, eine Übung sieht, gehören auch diese Varianten zur Meditation. Insofern denke ich immer, soll man da nicht so hart mit sich sein und Sachen einfach quasi wegschmeißen, zu sagen, also diese Stunde eben kann ich wegschmeißen, aus meinem Leben tilgen, weil das steckt ja dahinter irgendwo, sondern mit Geduld mit sich selber zu sagen, ich habe mit Ausdauer Zeit auf diesem Kissen verbracht, bin nicht weggelaufen. Und wenn ich dann das nächste Mal mir auch noch angucke, was da los ist, dann ist das wieder ein weiterer Schritt. Aspekt vergeben, ertragen. Wir kennen das alle. Heute haben wir ein Bohnengericht zum Abend gehabt. Das kann gut sein, dass morgen gepupt wird. Es kann sein, dass bei den Nachbarn, ohne dass der das will, es im Bauch grummelt. Es kann in der Nacht laut sein, ich schnarche zum Beispiel, das ist auch für mich nicht für alle Leute angenehm zu ertragen. Also es gibt auf Retreats unglaubliche Mengen an Gelegenheiten, auch da Shanti zu üben, im Sinne von vergeben und ertragen. So vergeben können im Sinne, das macht alles keiner mit Absicht, mit Böser, um mich vom Meditieren abzuhalten, sondern es ist Menschenleben, es ist einfach da. Die Pupe und die Schnarche, alles einfach da. Thema Toleranz. Ich denke, die Verschiedenheit von Zugängen und Meinungen überhaupt aushalten und eben auch nicht diesem Irrtum zu unterliegen, ich müsste jetzt irgendwas gleich wie alle sehen oder gleich wie Ordensmitglieder oder da kommt man sowieso in Teufelsküchen, weil die sehen es ja untereinander auch nicht immer alle gleich. Und dann wird es ja ganz schwierig, sondern wirklich zu sehen, fast alle Phänomene des Lebens haben so viele Aspekte. Und dann schon zu prüfen, ist da irgendwas, was sich nun absolut auch völlig widerspricht und neu zu prüfen. Aber nicht zu denken, es müssen alle Leute alles gleich sehen oder es muss alles auf eine bestimmte Art und Weise ablaufen. Spirituelles Leben ist so unglaublich vielfältig, wie Menschen vielfältig sind. Und das irgendwie auch ein bisschen zu feiern als eine möglich, also als ein Meer von Möglichkeiten. Mit Shanti kommt man leichter dahin, das so zu sehen. Und diese Rezeptivität, also diese Empfangsbereitschaft dem Dharma gegenüber,
finde ich einfach wichtig, dass man es tatsächlich für möglich hält, dass das Üben von Geduld und anderen Parameters nicht langfristig wirklich freier macht, zufriedener macht und, mein großes Wort, der Erleuchtung näher bringt, zumindest. Also, dass ich das für möglich halte. Bin ich nicht sicher, ob wir das immer tun. Also wirklich sich ab und zu mal fragen, warum halte ich das für möglich? Warum mache ich das denn sonst, wenn ich es nicht wirklich für möglich halte? Also da, das, was einen mal so angeregt hat, und das war ja mit Sicherheit, dass man es für möglich gehalten hat, sonst wären wir ja auch nicht alle hier, sich selber das ab und zu ins Bewusstsein zurückzuholen. Also man braucht da nicht unbedingt jetzt ein Altenheim, obwohl das wirklich diese Art Arbeit ja auch nicht immer leicht ist, die hilft einem sehr, auf eine sehr direkte Art und Weise Geduld zu üben und das zu lernen. Es gibt so viele Möglichkeiten im Leben, das zu tun. Und ich denke eigentlich, für uns wäre eine Möglichkeit, wirklich zwischendurch immer mal nachzudenken und zu überlegen, wo habe ich denn im Leben meine speziellen Geduldsproben? Wo wird meine Geduld auf die Probe gestellt? Wer stellt typischerweise meine Geduld auf die Probe? Vielleicht auch ich selber. Bei welcher Tätigkeit? Welche Geräte? Welche Situationen? Welche Rahmenbedingungen machen es leichter oder schwieriger? Also so ein Forschungsprogramm draus zu machen. Weil im Prinzip was rauszufinden über sich selber im Hinblick auf eine dieser Vollkommenheiten ist, denke ich, auch so eine Art Vorprogramm, um dann was in der Hand zu haben, mit dem ich arbeiten kann. Ich meine, einer, der sehr viel und sehr Herausforderndes zu den Paramitas gesagt hat, ist Shantideva. Und der hat also in seinem Bodhicharya-Vatara sehr viel gesagt, ziemlich also herausfordernd. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber zu Shanti gibt es da ein ganzes Unterkapitel drin, auch zu den anderen Parameters. Und ein Satz, der in diesem Shanti-Zusammenhang kommt und den ich auch immer ganz wunderbar finde, für die vierte Phase der Metta-Bhavana, also das ist einfach was wir ja alle sehr oft üben, ist: Feinde sind Wohltäter. Weil ohne Feind, also ohne jemand, der meine Geduld auf die Probe stellt, hätte ich überhaupt gar keine Gelegenheit, Geduld zu üben. Also es ist jetzt so ein bisschen so, ein bisschen logisch, mit so ein bisschen um die Ecke denken. Aber wenn alles so relativ locker ginge und keiner mich mal piekst, hätte ich auch keine Gelegenheit, Geduld zu üben. Und was ich nicht übe, das ist wie mit Muskeln, das verkümmert. Und wenn es dann doch mal hart kommt, wird es schwierig. Also ich denke, wenn man so die schwierigen Personen, die man da hat, einfach mal sozusagen drumherum geht und einen anderen Scheinwerfer drauf richtet. Nämlich, ja, das ist nicht leicht, aber ich habe viel an denen gelernt. Die geben mir Gelegenheit, Geduld zu üben. Das ist auch eine Möglichkeit, da wieder Metta in die Situation zu bekommen. So, damit will ich dann aufhören.